Willkommen zurück zu einer weiteren Folge BioShock. Männer, sie sich immer um ihre überall, aber irgendwie nicht bei uns. Ich bin noch nicht fertig. Ich bin nicht fertig. Und dein Weg in die Chirurgie finden. Damit zu Steinman. Nur Mut. Gott mag keine Drückeberger. Verstehe. Oh. Hier, guck mal. Nein. Ach, krachen wir zu Silvester. Es ist nicht leicht, hier unten an Sprengstoff zu kommen. Auf dem Bild rauszukommen. Wenn du nur eine dieser Bomben erwischen könntest, die er schmeißt, damit könntest du den Spieß umdrehen oder dir den Weg freispringen. Den Weg freispringen? Jo, er ist weg. Cool, easy Spritze, ja. Brauch ich grad nix. Ja. Wer keinen Bock mehr? Setzt sich hier Gnese ein? Ja, ist schon klar, aber er schmeißt keine Granaten mehr. Du baust nichts als Scheiße! Du baust nichts als Scheiße, komm! Nice! Alter, wie gut! Alter! okay, gay. Noch ein Tagebucheintrag. Heute habe ich mit der Göttin zu Mittag gegessen. Steinman, sagte sie. Ich bin hier, um dich von der Tyrannei des Gewöhnlichen zu befreien. Ich bin hier, um dir eine neue Art von Schönheit zu zeigen. Ich fragte sie, was meinst du damit, Göttin? Symmetrie, mein lieber Steinman. Es wird Zeit, dass wir etwas gegen die Symmetrie unternehmen. Yo! Oh. Und wer ist der denn? Alter. Am meisten sehe ich Babys bei der Geburt. Yo, da ist noch so ein scheiß Maschinentyp. Hey. Müssen halt nah genug ran. Ups. So. Okay, Hacken. Hacken, easy. Das Alarm. Okay. So. Easy. Nee, warte, nicht das. Yo! Was ist denn noch ein Alarm? Doch noch eins. Da. Lol, was ist das? Keine Ahnung. Nice. Hörst du uns? Nice. Muss das auch? Oh. Verstecke dich vor der Sicherheitskamera. Lol, was ist das? Statische Entladung. Wenn du getroffen wirst, gibt es einen elektrischen Schlag ab und fügst ihn jedem in deiner Nähe. Alter, ist nice. Kuchen, ja, naja. Bitte? Wo findet Money? Wandskasten? Ja, wir haben schon voll. Na egal, da. Er ist voll. Full life. Nein. Hey, wie unfair ist der denn? Hm? Oh. Hey. Boah. Häng rüber. So. Boah. Die Hecken. Wo ist denn der Ausgang, Alter? Yo. Danke. So. Nee. Ja. So. An. Ich muss das auf Vollbildmodus wechseln, glaube ich. So spät ist einfach nur. Lassen.
Okay, so, hacken. Boah, das ist... Ich habe halt einen Auto-Hacker, aber... Nein, nach dem haben wir es auch hingekriegt. So. So. Boah. Alter. Das ist halt richtig hart. So. Das halt... Dings habe ich halt voll. Spitze, Geld, Gagen. Mist. Ich würde das Ding schon gern mitholen, aber es ist halt voll. Volles Lager bedeutet voll, ich nichts mitholen voll. Kann mehr voll. Vielleicht brauchen wir es gleich wieder. Lagerkiste, Verbandskiste, schon wieder einer. Gute Scheibe. Schön werden, aber es gelingt mir nie. Jo. Zu fett, die zu groß, jene zu symmetrisch. Und das da? Was ist das, meine Göttin? Ein Eindringling. Er ist hässlich. Meine Göttin. Hässlich, hässlich. Oh, er hat ein Maschinengewehr. Jo, oh, was ist mit dir? Widerlich. Wo ist er? Der Schock blinkt nicht bei ihm. Ah! Hör auf! Falsche Taste zu drücken. Wo ist er hin? Weißt du, wie viel er schlumpft? Ein Arzt? Junge. Hey, wieso muss dieses der scheiß Bildschirm so weiß werden? Rück mir nicht auf die Pelle! Wo ist hin? Das ist nicht mein Patient! Und? Der Schlüssel? Wurde auch langsam Zeit, dass sich jemand um diesen kranken Mistkerl kümmert. Boah. Vergiss Steinmanns Schlüssel nicht und mach dich auf den Weg zurück zum Notzugang. Ja, ja. Ich mach mich auf den Weg zurück zu einem Raum Port Neptune. Wir schaffen es noch. Kann man sogar healen. Boah, nice, okay. Der Typ ist einfach noch irre. Aber wie viel der geschluckt hat? WTF? Ja, gar nichts. Hier, schon wieder alles voll. Schon. Oh, noch safe. Aber einfach zu hacken. Irgendwie sehe ich da den Unterschied nicht so ganz. Nee, nicht da lang. Oh, nee. Alter, wie dumm war das denn? Alter. Oh, Alter, das habe ich ganze Zeit gesucht. Kurz Schluss. Oh nein. Hey Mann, dabei war noch Alpha. Laut dem Ding da. So, nach unten. Geht doch. So. So. Ah, endlich. Ah, das ist eine Kackrunde gerade. Na gut. Was? Ich kann da nichts mehr mit tun. Wow, hat sich ja voll gelohnt. So. Kommen wir wieder ab. Leer. Lager ist leer. Nicht das, was sie wollte. Die Naht hätten wir und fertig. Die Nase ist hervorragend gelungen, Dr. Steinman. Doktor? Wissen Sie, wenn ich Sie jetzt so ansehe, ich habe gar nicht bemerkt, wie in Ihrem Gesicht alles hängt. Skalpell! Wie bitte? Skalpell! Doktor, ein Lifting ist bei ihr nicht vorgesehen. Wir schneiden nur hier ein wenig ein. Doktor, hören Sie auf zu schneiden! Doktor, hören Sie auf zu schneiden!
Alter, mal irgendeine Maschine gleich einfach rein. Ich kann mich verarschen. Macht sich gleich arbeitslos. Geh drauf. Ist dämlich. Der Typ hat einfach angefangen, der ist irre. Staffelchips, nice. So. Full life. Naja, also, das ist ziemlich unwahrscheinlich. Und einmal. Nichts drin, okay. Ist ein Zieh dich an! Ekelhaft! Schwester! Helfen Sie mir bei der Suche nach diesem Kanal hier. Ach, der Typ da oben, ne, der ist ja auch noch da. Hört sich an, als ob da wieder ein Tunnel einstürzt. Willkommen in Rapture, dem am schnellsten wachsenden Schrotthaufen der Welt. Alter, hab ich mich gerade erschreckt. Die Bones. Eine Little Sister. Das ist die Gelegenheit für dich, an etwas Adam zu kommen. Adam? Leg ihn um! Halte dich von ihr fern, oder du bekommst die nächste Kugel ab. Ganz ruhig, Doktor. Er ist nur auf der Suche nach etwas Adam. Nur genug, um durchzuhalten. Ich lasse nicht zu, dass er meinen Kleinen etwas antut. Ist schon in Ordnung, Kumpel. Das ist kein Kind, zumindest jetzt nicht mehr. Dr. Tenenbaum hat dafür gesorgt. Bitte tu ihm nicht weh! Hast du kein Herz? Tja, nette Predigt von dem skrupellosen Monster, das diese Kreaturen überhaupt erst erschaffen hat. Sie haben diese kleinen Mädchen doch in das verwandelt, was sie sind, oder etwa nicht? Hör gut zu, mein Junge. Ohne das Adam, das diese Dinger bei sich tragen, wirst du es nicht schaffen. Du musst dich entscheiden. Wer soll überleben? Du, meine Frau und mein Kind? Oder diese Mini-Frankensteins von Tenenbaum? Hier! Es gibt noch einen anderen Weg. Nimm das hier und befreie sie von ihrer Qual. Vertrau mir, ich sorge dafür, dass es sich auch für dich lohnt. Irgendwie. Okay. Entscheide dich, ob du die Little Sister ausbeuten oder retten willst. Wenn du sie ausbeutest, erhältst du das maximale Adam, das du für Plasmide ausgehen kannst. Allerdings wird die diese Prozedur nicht überleben. Wenn du sie rettest, erhältst du weniger Adam. Dafür hat Tannenbaum dir... Tannenbaum dir für diesen Mal eine Belohnung versprochen. Ja, aber wann? Die Ausbeuten retten. Okay, dann... Ja, komm. Keine... Jetzt umlegen. Danke. Danke, dass du mir geholfen hast. Der Weg der Gerechten ist nicht immer der einfachste, verstehst du? Aber du wirst den Lohn dafür erhalten. Ich muss jetzt in die Haie, Mr. Bubbles. In die Haie, Mr. Bubbles. Tannenbaum hält dich zum Narren. Diese Dinger sehen zwar aus wie kleine Mädchen, aber das ist auch schon alles. Um zu überleben, brauchst du so viel Adam, wie du kriegen kannst. Wenn du wieder mal auf so einem Gatherer's Garden Automat stößt, nimm auf jeden Fall wieder ein oder zwei Plasmide mit. Aber natürlich nur, wenn der Preis natürlich zu hoch ist. Oh. Bedacht. Wo lang? Alles zu. Diese kleinen Mädchen sind nicht nur echte Adam-Fabriken, sie sind auch nahezu unzerstörbar. Sie heilen ihre Wunden, indem sie mit Hilfe von Stammzellreserven neues Gewebe herstellen. Verwandtskästen verleihen auch Ivy. Alter, ist ja mega gut. Schnecken. Wenn man die Schnecke entfernt, hält die Maximum easy, hält die Dings. Hat er mehr Gesundheit. Es ist ja so, als würde man bei einem Koma-Patienten die Beatmung einstellen. Ding ist halt voll. Munition, noch so ein Dings. Die FIFA-Warnskästen, die schon nicht mehr mitschleppen konnten. $16, nice. Kein Dollar mehr. Du bist nun soweit. Es ist Zeit für dich, es mit einem der Big Daddies aufzunehmen. Was? Es wird kein Zucker schlecken.
Aber nur so kommst du an die Little Sisters an und an das Adam, das sie bei sich tragen. Will ich aber nicht. Weiter vorne noch eine Little Sister. Um das Adam von ihr zu erhalten, musst du zuerst ihren Big Daddy dich um Big Daddy kümmern, okay? Da muss ich das tun. Was? Oh, ups. Oh, oh, oh. Eilen. Yo, lade ich ja. $60. Ja, retten wir dich auch. Boah, ey. Scheiße. Sieht so gruselig aus. Erlaub schon! Das ist alles, was deinesgleichen kann! Was hast du denn jetzt? Okay, so, ich habe jetzt. Nice! Können wir immerhin ein paar von denen wieder mitschleppen. So. So. Gut. 8 Stück haben wir wieder, geil. Haben wir jetzt halt einen Schlüssel bekommen? Wo lang? Wieder zurück? Wir haben doch so einen Notausgangsschlüssel. Doch, ich kann mich erinnern. Hier war irgend. Oh! Toll, die haben wir komplett übersehen. Ich bin schön. Jawohl. Sieh mich an. Was könnte man an mir noch besser machen? Durch Adam und mein Skalpell habe ich mich verwandelt. Aber gibt es nicht vielleicht doch noch eine Steigerung? Was ist, wenn ich zwar etwas noch Vollkommeneres erschaffen könnte, meine Vorstellungskraft dafür aber nicht ausreicht? Bist du wieder am Notzugang? Melde dich, sobald du ihn erreichst. Ryan hat dich bemerkt und wird dich im Auge behalten. Du wirst ihn nicht kommen hören. Er ist da, bevor du es weißt. Yo, okay, da hinten ist noch ein Granatwerfer. Der Parasit hasst drei Dinge: den freien Markt, den freien Willen und den freien Willen. Warum zögerst du deine Behandlung hinaus? Ich zöger gar nichts hinaus. Der Typ. Der bescheuert? Ach, jetzt. Kaum Schmeiß. Wer lebt noch? Ah, jeder überlebt immer. Granate voll in sein Face. Okay. Der Notausgang? Nee. Hä? Der plötzlich weg. Oh, eine Kiste, die leer ist, ja. Jede Lagerkiste, einfach jede ist leer. Die wenigsten sind einfach an. Sicherheitsalarm deaktiviert. Nice. Gut, den Code haben wir jetzt nicht. Oh mein Gott. Ich freue mich schon drauf, dir die Hand zu schütteln. Irgendwas passiert jetzt. Safe. Captain's Bounty. Hm. Passiert doch nichts, lol. Okay, wir sind jetzt in anderen Abteilungen oder was? Können wir jetzt hin und her reisen? Wenn deine Plasmide ihre Wirksamkeit gegen stärkere Feinde verlieren, solltest du dich auf die Suche nach besseren Versionen dieser Plasmide machen. LOL, okay, es gibt verbesserte. Heißt auch bessere Elektroschocks? Bessere Telekinese oder was? Hallo? Sonst... Jetzt hattest du das Vergnügen, Andrew Ryan kennenzulernen.
alles hier aufgebaut und er ist auch derjenige, der es zerstört. Niemand weiß, was genau passiert ist. Vielleicht ist er durchgedreht. Vielleicht ist ihm die Macht zu Kopf gestiegen. Vielleicht hat er sich einfach dazu entschlossen, seine Mitmenschen zu hassen. Wie auch immer, auf jeden Fall mussten gute Männer ihr Leben lassen. Meine Familie befindet sich in einem U-Boot, das unter den Fontaine Fisheries versteckt ist. Dort treffen wir uns. Oh, was? Okay. Upgrades. Okay. Ja, was soll ich da machen? Platine geben dir die Kraft, die Welt zu verändern. Drücke und zu sehen, welchen Moment installiert hast. Ja, okay, und jetzt? Gesperrter Slot. Ich kann sie jetzt austauschen, oder was? Weil ich Abfackeln schon hatte. Lol. Körpertunika hatte ich keine. Mein Gott. So. Lol, ich hab gerade eben vergessen, im Automaten Dings zu kaufen. Ich hatte noch 80 Adam gehabt und so einen Automaten. Ich hab nichts gekauft. Oh, jetzt habe ich 80 unnötig Adam dabei. Ohne sie wirklich ausgegeben zu haben. Für eine Verbesserung. Merke ich gerade, dass. Das war nicht so. Kaufsautomat. Ah ja, gut, werden wir schon wieder eine finden, hoffentlich. Schöne Spritze. Ach, die da hinten? Jo! Einfach gesprungen oder was? Alter, what the fuck? Ist die hochgesprungen? Hier Verbandskasten. Aber die Tage vergehen wie im Flug. Tage vergehen wie im Flug, klar. Oh. Jo, noch einfach einer. Das muss doch nicht sein. Das ist ein Fisch. Nähern Sie sich niemals einer Little Sister. Okay, ich kann ja verstehen, wieso. Aber die nähert sich jetzt mir. Das ist ein bisschen unfair. Oh mein Gott. Warte, was hat denn der da noch? Ohne Personen Panzerbrechen. Hier. Gib sie aus! Jo! Er schießt einfach! Ich glaube, ich habe Scheiße gemacht. Alter! Den habe ich nicht genug Munition. Wo ist er hin? Da unten sind noch zwei. Ja, 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 schieß ihn. Oh. Okay. Läuft noch relativ. Wo ist er hin? Boah. Boah. Der macht Schaden. Viel zu viel. Boah, Alter. Ja, Mr. Bubble, komm hier. Boah. Ey, der hat Schaden gemacht.
Du warst sehr gütig zu meinen Kleinen. Was? Nietenpistole. Aber bist du wirklich ein Freund? Wie dem auch sei. Eine der Kleinen bringt dir ein Geschenk zum Zeichen unserer Dankbarkeit. Welche Kleine? Selber möchte ich belohnen. Diese Belohnung steckt in einem Teddybären. Garden finde es. Okay, lol. Wir müssen einen Teddybären finden. Und der hat die hier umgelegt. Aber die waren auf unserer Seite, habe ich das Gefühl, oder? Nö, waren die safe nicht. So, okay. Ab hier, sag ich mal, wiedersehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.